Lebst du noch? Er ist tot. Okay. Jo Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Phasmophobia. War das richtig, Toni? Phasmophobia. Sehr geil. Ja, mit dabei ist unser Professor Dr. Toni und ein neues Mitglied der Mikolo. Mikolo, spricht man das so aus? Moin. Sehr nice. Wir spielen jetzt auf Profiliga. Und zwar sind wir heute bei Michael Jackson zu Hause. Ich würde sagen, legen wir los, oder? Jo. Wie ihr seht, wir haben ein bisschen das Equipment verbessert. Ich habe gestern Abend noch ein paar Ründchen gespielt. Mit ein paar Gruppen, öffentlichen Gruppen. Oh, sehr gut immer. Salz haben wir dabei. Dann habe ich mal ein paar Sachen gekauft. Und jetzt sind wir relativ gut ausgestattet. Ich will jetzt nur nicht sterben. Aber dafür sorgen die beiden da drüben, dass ich nicht sterbe. Ich weiß, ihr seht gerade wieder ein bisschen den Greenscreen im Hintergrund. Ich habe jetzt aber eine zweite Lampe. Ich habe die noch nicht richtig eingestellt. Macht aber gar nichts. Seid ihr unten oder seid ihr oben? Unten gerade. Ja, immer noch unten. Ich bring mal ein paar Bewegungssensoren an. Ja, wie ihr seht, wir sind bestens ausgestattet. Hab da mal ein bisschen geshoppt. So, das war's schon wieder. Bist du hier? Hast du mal den Fotoapparat dabei? Ich hab Knochenluft. Ja, ich hol den eben. Ich weiß nicht, ob ihr den Ton im Hintergrund hört. Mit so, wir haben auch Lichtsensoren, aber irgendwie bin ich von denen noch nicht so begeistert. Irgendwie habe ich die noch nicht ganz verstanden. Ein Bewegungsmelder hat ausgelöst, und zwar der im Flur, wo es die Treppe hochgeht. Ja, aber das habt nicht ihr ausgelöst. Das waren wir nicht. Nein. Also der Knochen ist unten bei dem einen Sensor, wenn du den Gang da gerade durchgehst. Bei der Spüle. Sollen wir mal hoch? In der Waschküche? Ja. Ach, da. Na komm, ich will dich mitnehmen. Komm in mein Inventar. Jawohl. Ja, hier unten haben wir alles schön mit Sensoren vollgepackt. Die beiden gehen jetzt schön nach oben und ich kümmere mich schön um das Equipment, weil wenn ich tot bin, ist das alles wieder weg und ich kriege nur einen Teil der Versicherung ausgezahlt, was dann wieder ein bisschen doof ist. Deswegen habe ich... Haben wir 6 Grad, 7 Grad, 6 Grad ungefähr. Generell auch die Treppe und so. Oh. Ach so, ja. So. Direkter Haupteingang haben wir 8 Grad, 6 Grad. Wir haben gestern sehr lange gerätselt, wie man die Räucherstäbchen benutzt, und wir haben sie endlich mal rausgefunden. Normal, also jetzt haben wir nur noch 19 Grad. 18. Ich hab das Stativ fallen lassen. Ja, ich komme mal mit der Kamera hoch. Ich mag den Ort hier überhaupt nicht mehr. Ich
was mit dem Schallprojektor bekommen. 1,5 irgendwie einfach. Hier mit Auslöser auf 2. Scheint ist der Geist wirklich oben. Hier. Hier im Bad. Ja, wir haben hier gerade 4,6 Grad. Noch keine gefrierte Temperatur. Im Bad haben wir gerade 19 Grad, aber im Flur halt oben. Hat wer hier das Licht angemacht? Ich war's nicht. Nee. Ja, ich bin jetzt, glaube ich, Level 13 mittlerweile. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen offline weitergemacht, um alle Level freischalten zu können. In der Schule waren wir ja schon. Wir waren noch in so einem Asylum. Was auch immer das ist. Das ist irgendwo so eine Art Krankenhaus. Da war ich mit dem Toni gewesen. Aber es ist halt alles ziemlich groß. Und zu zweit war das dann doch eine relativ große Herausforderung. Aber jetzt sind wir gerade, wie gesagt, auf Profi-Status. Also dieses Haus läuft gerade auf Profi, da kriegt man dann mehr LP, mehr Geld, wenn man Glück hat. Auslösung unten im Flur, wo es die Treppe hochgeht, da ist der Bewegungsmelder angegangen. Ich sag doch, der ist da unten. Ach. Ja, genau, der Sensor, wenn du die Treppe runter gehst, auf der rechten Seite. Okay. Wir werden es rausfinden. Ich sage, der ist im Untergeschoss. Irgendwie hat der Schreckmoment wirklich so ein bisschen nachgelassen. So, hier ist der Bewegungsmelder. Ich sage, Michael Jackson ist hier drin. Ja, die beiden haben das in den Griff. Die kriegen das schon hin. Die schreien nicht so laut wie ich. Erneute Auslösung, Untergeschoss. Ne, der Sensor ist weiter hinten. Guck mal hier, komm mal rein. Siehst du, der löst aus. Der grün leuchtet. Okay, ja. Da, siehst du? Okay. Aber das ist... Ist der ja nicht oben, der Sensor? Nee. So. Ne, ich habe 3 Sensoren. Siehst du, der löst aus. Der obere nicht. Ja, wir haben eine Gesamtaktivität von 10 gerade. Hast gesehen, der... Oh, die Lichter blinken auch. Ich hab vergessen, V zu drücken. Die Lichter blinken. Oh, oh. Toni, du bist bei 8%. Du solltest rauskommen und dir erstmal eine Tablette nehmen. Oh, der ist tot. Ja. Den sehen wir nie wieder. Oh, der ist tot, ja. Der ist tot. Prozent. Ja, Toni ist tot. So, haben wir den Geister-Orbs. Er hat auch ganze Zeit Michael Jackson gerufen. Kein Wunder. Okay, die Gesamtaktivität, hier Sanity ist ja richtig schnell runtergegangen. Ja, deutet auf, da, er ist wieder im Flur. Hey. Das könnte schaltet... auch Dubai gewesen sein. Achso. Er schaltet permanent die Kamera um. Also wir haben keine Geister-Orbs anscheinend. Okay. Hast du ein Fotoapparat dabei? In der Hand? Na gut. Dann nehme ich mal das. Haben wir überhaupt schon einen Hinweis bekommen? Negativ, nein.
will jetzt mal mit der Geisterbox rein, dann mal fragen, was abgeht. Ja. Bin gleich wieder da. Ich komm mal mit Salz hinterher. Er hat's fast rausgeschafft. Ja. Toni, altes Haus, du machst einen Spagat hier. Das ist einer hier. Oh, wir haben einen Beweis. Welchen? Buch vorne reingeschrieben. Sehr geil. Aber der ist stark aggressiv gerade und der Sensor wurde eben oben betätigt. Im Flug. Ja. Stehst du an der Treppe? Ah, okay. Wo ist er hin? Ah, okay. Okay, nächster Beweis, Geisterbox. Sehr gut. Haben noch drei zur Auswahl. Aber der ist gerade sehr aggressiv. Ja, Vorsicht, der ist bei dir oben. Null. Okay, aber ich höre Schritte hoch. Ich komme mal mit dem Kruzifix. Oh Gott, ich werde da jetzt sowas von stellen. Hi, Toni. Das könnte ein Spirit sein, ein Dämon oder ein Uni. Ja, hab ich gesehen. Danke. Ach, Feuerzeug vergessen. Hihi, Michael Jackson. Die letzte Kuh macht sogar dazu. Bitte? Hast du die Tür unten zugemacht? Ja. Oh mein Gott. Ich komme mal mit Räucherstäbchen. Können wir ihn ein bisschen beruhigen? Ja, also der Toni ist ja schon relativ schnell hier ausgeschieden. Ja, das war ich. Das ist mal das Blöde. Wenn man stirbt, kriegt man nur einen Teil des Geldes zurück. Und Geld ist hier echt Mangelware. Deshalb ist das immer ärgerlich, wenn man... Also der hat eine Flasche umgeworfen. Ich höre immer noch Schritte oben. Ich bring dir mal Pillen. Der Sensor wurde aktiviert. Wollen wir nochmal checken, ob wir oben ein paar Geister-Orbs haben? Oh, guck mal, da habe ich schon eine Kamera. Falls du die brauchst. Ach nee. Aber ich muss sagen, der Schreckfaktor hat echt nachgelassen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich jetzt da wirklich mal wieder alleine in dem Raum sitze. Ich denke mal, da ist das wieder vielleicht doch was anderes. Könnte ein Un
ein Dämon wäre böse. Ein Böden könnte das, glaube ich, gar nicht sein. Vor dir liegen Tabletten, du bist bei 0% Sentiny, Sanity. Beweg mich einmal und dann geht das scheiß Telefon da los. Ich hab richtig Angst. Nimm die Tabletten. Ich fahr jetzt mal raus, ich komme jetzt raus. Ich komme. Wir haben keine Geister-Orbs, das ist echt. Wir können nochmal Fingerabdrücke von oben suchen, ob wir Fingerabdrücke finden. Ja. Und erinnere mich gleich mal dran, noch eine Lampe dafür zu holen. Wir haben nur eine, ich glaube, die hatte Toni. Naja, die liegt da vor der Tür. Und Gefriertemperatur wäre noch eine Chance, dass wir das herausfinden. Schau mal hier. Ja, Pillen brauche ich noch. Die habe ich hier oben vor die Füße geschmissen. Ja, ich hab die eben jetzt hier noch eine. Ich geh nochmal rein und dann schau. Ja, möchtest du auch mal ins Video? Sag mal hallo. Hör mal, viel Glück, ne? Ja, danke. Danke. Ja. Also wir haben schon echt ein paar Missionen erfolgreich geschafft. Bis jetzt eigentlich jede. Ich glaube, das ist jetzt unsere vierte, fünfte Runde am Stück. Bisher lagen wir immer richtig. So langsam begreife ich das Spiel. Also, außer hier diese Lichtsensoren. Ich verstehe die nicht ganz irgendwie. Deswegen habe ich Bewegungssensoren gekauft. So, mal schauen, wo er ist. Jetzt geht er nach oben. Jetzt sucht er die Pillen da in der Ecke. Jetzt müssten wir ihn hier eigentlich sehen. Da ist er. Wir haben irgendwie aber keine Gefriertemperatur rein. Okay, was war die andere Möglichkeit? Der Geist ist bei dir oben. Leider nicht. Ja, von hier können wir ihn besser beobachten. Da ist dieser Bewegungssensor. Was war denn noch die Möglichkeit außer Gefriertemperaturen? Okay. Ich bin echt gespannt, weil dieses Spiel hat wirklich Potenzial, finde ich. Also es ist schon echt geil gemacht. Es ist ja noch eine Early Access. Ich glaube, die Vollversion kommt erst nächstes Jahr irgendwann raus. Bin mal gespannt, was die hier noch in dem Spiel verbessern. Heute sind die Server ein bisschen am Spinnen. Die Server schmieren hin und wieder echt ab. Das ist echt schade, wenn man... Wenn man gerade ein gutes... Er ist unten. Wenn man gerade ein gutes Team hat. Toni schreibt gerade, es ist ein Dämon. Ja, das schätze ich auch, aber beim Dämon brauchen wir Gefriertemperatur. Und Gefriertemperatur hatte ich noch nicht. Ah, okay. Fingerabdrücke sehe ich auch im Moment nicht, also können wir auch ausschalten. Guck mal an den Wänden und Türen. Sonst komm mal, wo ist denn dieser EMF-Tracker? Den könntest du mal rein und mit dem EMF-Tracker können wir das herausfinden. Ach, der Toni schreibt. Toni schreibt gerade, wir hatten Gefriertemperatur im Bad unten. Okay.
schon. Ich wappne mich mal. Falls es doch ein Dämon ist, wappne ich mich. Hey Toni, bleib ruhig liegen, wir machen das schon. Benutzt du mal Gefriertemperatur hier, also Tempo. Na, ich hab. Thermometer, ich benutze die Kamera. Ich hab leider die Hände voll. Oben was ist was aufgegangen. Bist du bereit, unten im in den Spot reinzugehen? Ja, wo war das denn nochmal? Hier, glaube ich, ne? Ja. Ist aber keine Gefriertemperatur. Was, habt ihr zufällig den Stromkasten gefunden? Der ist... Wo war der denn? Dann müssen wir wieder hoch. Oh yeah. War nicht da irgendwo das Pad? Hier ist noch eine Tür. Ah, da hinten ist die Sicherung. Nee. Stromkasten ist oben. Lese ich gerade. Ja, was machst du denn hier? Willst du auch mitspielen? Ja? Willst du auch mitspielen? Ja? Ich hab dich nicht verstanden. Alles gut, alles gut. Gehen wir sonst nach oben. Okay. Ach ja. Viel zu warm. Oh, warte mal. Gerade runter auf 6 Grad gegangen. Ja, das 3, ist ein Flur hier. Hier ist zu warm. Geist müsste dann hier sein. Ne, der löst gerade unten aus. Eventuell oben drin. Ich mach die Sicherung an. Ne, die musst du rausnehmen, sonst gehen die Heizungen an. Ja, was? Ernsthaft mit der Heizung? Ja, hab ich gestern so gehört, wusste ich auch nicht. Das war schon die letzte Etage hier. Ja. Sonst würde ich sagen, wir rufen mal den Namen und ich würde ein Foto von ihm machen, mein nettes Foto. Michael Jackson. Michael Jackson. Ich habe meinen Kruzifix verloren. Hast du in der Hand? Hast du in der Hand? Ah, okay, cool. Michael Jackson. Michael Jackson. Guck mal, hast du gesehen? Die Corona-Dose im Schrank? Nee, ich habe nur was gehört. Okay. Wie bewegt sich irgendwie so eine Cola? Michael Runde. Jackson. Oh Gott, mein Leute, mein Michael Equipment Jackson. Ist gleich weg. Ich sehe das schon. Michael Jackson. Michael Jackson. Oh. Nein, war ein Scherz. Alles gut. Achso. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Hast du das gesehen? Ne. Bei der Kommode da vorne ist irgendwas runtergefallen hier. Schon wieder. Ja, mal geh das mal abchecken. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Fuck, Alter. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson, bist du hier? Michael Jackson.
Michael Jackson. Michael Jackson. Da ist die Tür aufgegangen. War die zu? Ja, die ist gerade aufgegangen. Irgendwas hat er da aufgemacht. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson, bist du hier? Michael Jackson. Tanz mal. Michael Jackson, gib uns ein Zeichen. Oh, die Cola-Dose umgeschmissen. Michael Jackson, bist du hier? Michael Jackson. Michael Jackson, Michael Jackson. Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson? Wie viel Grad haben wir das in dem Raum? Bitte? Wie viel Grad haben wir das gerade hier in dem Raum? 4 Grad. Okay. Michael Jackson. 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 Michael Jackson, bist du da? Ja, ich verstecke mich mal. Bist du tot? Ja, das sah so aus, als ob ich tot bist. Komm, der war gut. Du hattest ein bisschen Pipi in der Hose. Ja, ah, Geist, komm zu dir. Da, mach ein Foto, mach ein Foto. Ah, nein, nicht mich. Oh, das Kruzifix hat mich geschützt. Lebst du noch? Er ist tot. Okay. Ah! Oh. Ha! Und wie ist es so? Ja, Leute, ich weiß jetzt nicht, wen ich auswählen soll. Hey, du hast doch hier, wir haben die Aufgabe nicht erledigt. Ja, heißt also, ich muss raten, ja? Ich lese mir das nochmal eben durch. Kriege eine Message. Okay. Der Mikolo sagt Dämon. Welche Geschwindigkeit sind aktiver, wenn Leute in der Nähe sind? Okay, Oni können wir ausschließen. Keine hohe Aktivitätsrate. Dämon. Ne, er schreibt gerade Oni, aber Oni können wir ausschließen. Gucken wir mal Dämon. Ich lese mir das gerade mal durch. Also Oni können wir auf jeden Fall ausschließen. Da ist der Dämon, glaube ich, auch. Dämon glaube ich auch nicht. Der hat so selten angegriffen. Ich sage Spirit. Oh, Moment, muss ich mir erstmal durchlesen. Wo haben wir ihn? Spirit. Kann vorübergehend gestoppt werden, indem man Geisterraum ausräuchert. Ich sage Spirit, auch wenn wir keine Fingerabdrücke hatten. Aber die anderen beiden die kann ich nur ausschließen. Also ich trage im Journal ein Spirit. So, ich bin gespannt. Also,
Leute, die Ausrüstung ist gerettet. Toni und Mikolo sind Matsche. Leute, tut mir leid an der Stelle. Vielen Dank, dass ihr mich beschützt habt. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, obwohl ihr könnt nochmal eben. Wir checken nochmal ab, ob ich recht hatte. Wir checken nochmal ab, ob ich recht hatte. Das muss ich denen doch unter die Nase rein, wenn ich recht hatte. Ein Oni! Ein Oni! Ich glaube, ich spinne. Wie bist du denn jetzt auf Spirit gekommen, Alter? Die anderen beiden hatten nicht gepasst von den Angriffen her. Der Dämon greift öfter an, der hat kaum angegriffen. Und beim Oni war... Müsste ich mir gerade mal durchlegen, habe ich schon wieder vergessen. Aber der Oni hatte mit irgendwas anderem nicht gepasst. Oh mein Gott, ich habe keine... Oder? Ja, ich habe keine Versicherung gehabt. What? Ah, okay, Profi. Ah, okay, auf Profi hat man anscheinend keine Versicherung. Also, beim Uni, der hat ja Sachen noch rumgeschmissen ganze Zeit. Ja, genau. Ah, jo. Naja, deswegen, ich lag daneben. Aber nicht so schlimm. Ich würde sagen, ein Fail geht. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein. Ach, stimmt, du nimmst ja die ganze Zeit auf. Tschüss.